Werte Geschäftspartner, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Airraum. Ja, die Checkpoint hat ja alljährlich ihre mittlerweile virtuelle Veranstaltung, und zwar die CPX 360. Und die Pforten wurden am 23. und 24.02.2021 dafür geöffnet. Ja, und ich darf wieder recht herzlich den Patrick Petter virtuell begrüßen. Er war natürlich dabei und wird uns in den nächsten 30 Minuten eine kurze, knackige Nachlese darüber präsentieren, welche Neuigkeiten es gibt, wo so die Threads sind, wie man sagt, von Checkpoint gewohnt sind. Gut, Patrick, dann darf ich dir hiermit die Moderation übergeben. Ja, auch schönen guten Morgen oder mittlerweile Mahlzeit von meiner Seite. Wie der Rainer richtig gesagt hat, dieses Jahr war alles etwas anders. Die CPX 360 war diesmal virtuell und ein globales Event, und wir haben eine Vielzahl an interessierten Kunden und Partnern dabei gehabt, und über 2 Tage lang sind eben die Vorträge gegangen, und ich möchte jetzt diese 2 Tage in 30 Minuten zusammenquetschen und möchte mir zeigen, was denn so die Innovationen, Neuigkeiten von Checkpoint präsentiert wurden. Wir haben ja bereits vor circa mittlerweile 3 Jahren mit dem Terminus Infinity begonnen. Also Infinity, unsere Security-Architektur, die wir sowohl in der Cloud, im Data Center, Offices, Endpoint Mobile und im IoT-Bereich verwenden. Das heißt, die Technologie, die Sie von den Gateways kennen, ist dementsprechend auch in den anderen Bereichen oder auf den anderen Enforcement Points umgesetzt. Somit habe ich eine Security-Architektur, die überall gleich funktioniert und dementsprechend auch die gleichen Schutzmaßnahmen liefert. Und wenn wir uns das Ganze mal in so einem One-Slider anschauen, dann sehen wir haben in der Mitte unser Gehirn, unsere Threat Cloud, die dementsprechend die Informationen an die unterschiedlichen Enforcement Points verteilt und dort auch zusammensammelt. Egal, ob es jetzt im Bereich Network, Cloud, User und Access, also Remote Access, E-Mail und Office, beziehungsweise Endpoint und Mobile ist. Und natürlich das Herz unserer gesamten Lösung ist natürlich das konsolidierte Management, wo ich über einen Blick all diese Dinge hier verwalten kann und dementsprechend auch schnell in der Analyse bin, wenn jetzt irgendwo ein Vorfall genau auftritt. Und das schaut eben nach sehr vielen unterschiedlichen Lösungen aus. Und deswegen haben wir, war auch unser großer Fokus, das Ganze zusammenzusammeln, damit man das dementsprechend sehr einfach identifizieren kann, welche Bereiche hat ein Checkpoint jetzt eigentlich. Und im Prinzip fokussieren wir uns hier auf 3 bis 4 unterschiedliche Bereiche. Wir haben einerseits Quantum. Quantum ist der Bereich mit unseren Appliances, egal ob groß oder klein, Maestro oder Sandboxing. Hier haben wir dementsprechend unsere Network Security. Mit CloudGuard haben wir natürlich alle Lösungen, die die Cloud sicherer machen. Und Harmony beinhaltet alles, was End-User Security beziehungsweise auch Remote Access beinhaltet. Und jede dieser einzelnen Lösungen hat natürlich auch sein eigenes Logging und Management. Das heißt, sie kann auch unabhängig voneinander verwendet werden. Aber wenn ich natürlich die einheitliche Sicht der Dinge von all diesen Lösungen zusammensammeln möchte, dann haben wir dementsprechend Infinity Vision, unsere Security-Management-Plattform, wo dementsprechend auch Incident-Analysen, also SOC-Services und so weiter verwendet werden können. Das heißt, was verbirgt sich jetzt unter Quantum? Ich habe einerseits die Enterprise und Branch Appliances, ich habe mein Smart Management, egal ob On-Premise oder in der Cloud. Mit Quantum Spark haben wir 2 neue Appliance-Serien herausgebracht, die 1600er und die 1800er Serie. Wir haben natürlich Maestro und auch IoT Security. Unter CloudGuard habe ich einerseits das Posture Management, das heißt die Sichtbarkeit in der Cloud, die Network Security, also die virtuellen Checkpoint Gateways. Es geht ja natürlich auch immer mehr dahin, dass Kunden nicht nur normale VMs in der Cloud verwenden, sondern auch Container Services, APIs, Web API Security
Und hier haben wir dementsprechend mit Workload und AppSec die jeweiligen Lösungen dafür. Und in der Cloud werden natürlich auch Logs generiert. Und diese Logs können wir mit Security Content anreichern und dementsprechend eine Security Intelligenz dahinter geben. Unter Harmony haben wir unsere Harmony Connect Lösung, das heißt unser Cloud Gateway für den sicheren Internetzugang, unsere Endpoint und Mobile Device Lösungen. Wenn man nur die Browser Extension haben möchte, haben wir dementsprechend Harmony Browser und E-Mail und Office. Die einzelnen Themen werde ich natürlich im Laufe der nächsten verbleibenden Minuten auch noch eingehen. Das Ganze natürlich aus einem einheitlichen Management verwaltet. Quantum, wie schon gesagt, der Schutz der Data Center, Perimeter und IoT-Geräte. Das heißt, wir kennen ja mittlerweile schon unsere skalierbare Lösung, die Maestro-Lösung mit dem Orchestrator, wo ich dahinter mehrere Appliances hochskalieren kann. Das heißt, ich kann klein beginnen, die 5600er Appliances aufwärts sind alles Appliances, die mit Maestro unterstützt werden. Das heißt, ich kann klein beginnen und meine Security kann mit den Anforderungen wachsen, die ich denn brauche. Und die Skalierbarkeit erfolgt eben in einigen Minuten, also 6 Minuten dauert es circa, bis so eine neue Appliance in den Maestro-Verbund mit aufgenommen wird. Ich habe keine Downtime, weil die Konfiguration in der neuen Appliance einfach von den anderen Appliances kopiert wird. Und ich kann dementsprechend kosteneffizient arbeiten, weil ich nicht jetzt schon Ressourcen kaufen muss, die ich möglicherweise in den nächsten 3, 4, 5 Jahren erst brauche, sondern ich kaufe jetzt Hardware, die ich jetzt brauche. Und wenn ich in Zukunft wachse, was ich oft nicht weiß, wie schnell und wie viel wachse ich, kann ich dann dementsprechend kontinuierlich anreichern. Mit Quantum Spark haben wir unsere SMB-Schiene hier so genannt. Das heißt, wir haben einerseits natürlich unsere 1500 Appliances, die schon letztes Jahr rausgekommen sind und jetzt als Anreicherung die 1600er und 1800er Serie, die bis zu 2 Gigabit NGTP-Traffic absichern kann. Diese Appliances können entweder lokal gemanagt werden, können aus einem zentralen Management heraus verwaltet werden, aus einem Security Management Portal, aus einem Webportal, was natürlich auch interessant ist für Managed Service Provider, oder aber auch aus einer Mobile App, dem Watchtower. Und alle unsere Appliances unterstützen natürlich das Zero-Touch Plug-and-Play Deployment, wo ich die Config dementsprechend vorbereiten kann. Ich muss einfach nur die Appliance an DHCP-Service anstecken, sodass die Appliance eine IP-Adresse bekommt, dementsprechend dann die Config sich aus der Cloud herunterlädt, installiert und es ist ready to use. Und auch im Bereich IoT haben wir dementsprechend Neuerungen, die jetzt auch über das Jahr dann kommen werden. Das heißt, wir haben auf den Geräten selbst, sowohl auf den Full-Featured Gaia als auch auf den Embedded Gaia Appliances, eine IoT Discovery Engine, um dementsprechend dann auch Geräte, also IT-Geräte, die im Netz sind, zu erkennen und eine Policy automatisch zu generieren, die dementsprechend eine Segmentierung durchführt. Am Management haben wir natürlich unser normales Smart Center, das man on-premise installieren kann, aber natürlich auch in der Cloud. Das heißt, mit Smart One Cloud können Sie, brauchen Sie keine On-Premise-Ressourcen mehr, sondern können Ihr Management komplett in der Cloud verwalten. Wir kümmern uns um Patches, um Updates. Sie können immer die aktuellsten Releases verwenden und müssen sich hier nicht um Backup oder Sonstiges kümmern. Das ist dann unser Job. Und mit R81 haben wir natürlich auch die Infinity Threat Prevention Management Möglichkeit mit eingebaut, die dementsprechend eine automatisierte Threat Prevention Policy generiert. Und wenn irgendwelche neuen Angriffe stattfinden oder neue Verwundbarkeiten erkannt werden, wie jetzt zum Beispiel erst in den letzten Tagen die neue Microsoft Exchange Verwundbarkeit, wird dementsprechend die Policy automatisch aktualisiert mit den notwendigen Schutzmaßnahmen und Sie müssen sich dementsprechend nicht mehr darum kümmern. Das heißt, mit Smart One Cloud natürlich simpler im Management und mit der autonomen Policy noch sicherer, weil Sie sich selbst nicht um solche Updates kümmern müssen.
Mit CloudGuard haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche der Cloud abzusichern. Und man sieht hier schon, es umfasst viele Bereiche von Private Cloud mit Cisco ACI, VMware NSX, KVM, OpenStack etc. Über Public Cloud Lösungen wie Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud und so weiter. Aber wenn ich natürlich in der Cloud Security umsetzen möchte, dann habe ich hier unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt immer darauf an, in welchem Cloud-Entwicklungsstadium sich der Kunde befindet. Möchte ja einerseits vielleicht nur mal Sichtbarkeit schaffen. Wie sieht es denn in meiner Cloud aus? Wie ist denn, habe ich denn die Cloud konfiguriert? Gibt es irgendwelche Konfigurationsfehler? Gibt es irgendwelche Segmentierungsfehler, die man begangen hat? Die man aus dem Daily Doing vielleicht nicht schnell identifiziert hat. Wie sieht es denn mit den Assets aus, die ich in der Cloud schon deployed habe? Wie kommunizieren die miteinander? Wie kommunizieren sie mit dem Public Internet? Gibt es vielleicht Systeme in meinem Cloud-Netzwerk, die schon mit einer bekannten bösen IP-Adresse kommunizieren? Beziehungsweise greifen bekannte böse IP-Adressen auf ihr Netzwerk drauf zu? Das können wir ohne irgendein Enforcement Gateway in Ihrem Netzwerk dementsprechend anhand der Logs und anhand der Konfigurationen identifizieren. Und innerhalb von Minuten bekommen Sie eigentlich eine Sichtbarkeit, wie es denn in Ihrer Cloud-Umgebung ausschaut. Wenn ich natürlich dann einmal Sichtbarkeit in der Cloud geschaffen habe, dann weiß ich auch, wo ich den Security umsetzen möchte. Das heißt, es macht natürlich keinen Sinn, einfach irgendein ein Gateway herzunehmen und es in der Cloud zu platzieren und dann zu denken, man ist sicher, sondern man muss natürlich auch wissen, was möchte ich denn absichern. Das heißt, wenn ich natürlich auf der einen Seite Sichtbarkeit generiert habe, weiß ich dann auch, welchen Traffic, welche Netze, welche Applikationen ich dementsprechend absichern möchte und wie ich denn mit meiner Mikrosegmentierung vorangehen möchte. Und auch in der Cloud gibt es natürlich eine Evolution. Und die Evolution zeigt einfach, dass immer mehr Container verwendet werden, beziehungsweise Serverless Functions, Web und API Scripts und so weiter. Und das sind natürlich alles Bereiche, wo ich Schutzmaßnahmen brauche und dementsprechend auch einsetzen kann. Das heißt, auch wieder aus dem ersten Teil, ich habe Sichtbarkeit generiert, weiß, ich habe Container im Einsatz, weiß, was dort drauf läuft und kann dann auch identifizieren, möchte ich vielleicht Security schon näher an der Ressource selbst, am Container selbst umsetzen. Denn Container werden meistens von irgendwelchen Hubs heruntergeladen, die es schon gibt. Wer garantiert Ihnen, dass dieser Container dementsprechend sicher ist oder dass da kein Kryptominer draufläuft oder dass irgendwelche schwachen oder verwundbare Libraries verwendet werden. Das sind alles Dinge, die wir dementsprechend mit diesen Lösungen hier identifizieren können. Das heißt, egal wo man sich eben befindet, kann man dann entscheiden, wo denn Security genau für mich Sinn macht. Und wenn wir uns das nochmal in einer kurzen Übersicht anschauen, wir haben einerseits die Zero Trust Microsegmentierung, wo ich verhindern kann, dass irgendein Lateral Movement stattfindet. Das heißt, hier kann ich dementsprechend mit einer CloudGuard Network Lösung Schutzmaßnahmen liefern. Mit Workload kann ich identifizieren, ob ich denn irgendeinen Schadcode oder irgendwelche Angriffe innerhalb meiner Funktion habe. Mit AppSec kann ich dementsprechend schauen, ob irgendwelche eingebetteten APIs oder andere Funktionen dementsprechend hier verwundbar sind oder vorhanden sind. Und mit Shift Left kann ich schon in der Entwicklungsphase identifizieren, ob es denn irgendwelche Verwundbarkeiten gibt. Verwende ich irgendwelche verwundbaren Libraries? Habe ich irgendwelche Token oder Passwörter im Code mit eingebaut? Das sind einfach Checks, die natürlich dann der Entwickler parallel machen kann. Er hat die einheitliche Sicht der Dinge und ich sehe dann schon in der Entwicklungsphase, wo habe ich denn Schutzmaßnahmen umgesetzt und muss nicht erst in der Runtime dann schauen, dass ich diese möglichen Fehler, die da eingebaut sind, dann verhindere. Kommen wir zur nächsten Säule, Harmony.
Harmony beinhaltet unsere Remote User Access Lösung, unsere SASE Story, Web Protection und Mobile bzw. E-Mail Security. Und hier haben wir eben aufgelistet, welche dieser Bereiche alle darin enthalten sind. Das heißt, das sind natürlich Lösungen, die wir jetzt unter einem gemeinsamen Namen zusammengefasst haben. Also SandBlast Agent ist jetzt Harmony Endpoint, SandBlast Mobile, Harmony Mobile und so weiter. Das heißt, mit Harmony Endpoint und Harmony Mobile haben wir die Möglichkeit, die Betriebssysteme Windows, Linux und Mac dementsprechend abzusichern. Einerseits in der Runtime Protection, aber natürlich auch mit unserer Threat Hunting Möglichkeit, die in dem Endpoint Management mit eingebaut ist. Und mit Harmony Mobile kann ich dementsprechend Schutzmaßnahmen unter iOS und Android enforcen. Denn die meisten Kunden haben natürlich eine Endpoint Security Lösung, wo ich dementsprechend Schutzmaßnahmen liefere, dass nicht jeder auf fragliche Webseiten zugreifen kann oder ein Antivirus-Service hat, beziehungsweise auch Web-Download genau analysiert wird. Und wenn der User natürlich eine Datei, eine Seite oder sonst etwas nicht öffnen kann, dann versucht er natürlich den geringsten Weg des Widerstandes und das ist dann wahrscheinlich das mobile Gerät. Und dann habe ich dementsprechend eine Sicherheitslücke. Und die kann ich mit Harmony Mobile schließen. Mit Harmony Connect haben wir unterschiedliche Security Services, die hier zusammenspielen. Und ich kann mit meinem Remote User, egal wo er sich befindet, ob er jetzt im Office ist, im Homeoffice, auf einer Branch-Site, unterschiedlichste Möglichkeiten geben, wie er sich denn ins Headquarter verbindet, auf seine E-Mails zugreift, in Public Cloud-Infrastrukturen, SaaS-Infrastrukturen oder einfach nur ins Internet geht. Und dementsprechend hat der User die Möglichkeit einer Clientless-Lösung, wo er einfach nur eine Webpage bekommt und dort dann auf die Applikation klickt, die er denn verwenden möchte. Das heißt, er braucht keine VPN-Lösung oder kein VPN-Client auf seinem Rechner laufen lassen. Das Ganze geht natürlich aber auch mit VPN-Agent oder dass ich einfach nur den Browser schützen möchte vor etwaigen Downloads oder Phishing-Aktivitäten oder sonstiges. Das heißt, für diese Lösung muss man kein Checkpoint-Kunde sein, man braucht kein Checkpoint-Gateway, sondern kann das alles aus der Cloud dementsprechend beziehen. Hier sehen wir eben so ein Beispiel für diese Clientless Remote Access Lösung, wo der User über den Browser, egal ob am Tablet oder am Laptop oder am Mobile Device, sich verbindet, wählt dann hier seine Applikation wie Jenkins, Salesforce, MySQL etc. und wird dann im Backend zu der jeweiligen Applikation weitergeroutet. Das Einzige, was notwendig ist, ist ein Container in der Kundeninfrastruktur, der sich dementsprechend natürlich dann mit der Remote Access Lösung verbindet und dann den Zugriff verschlüsselt auf diese Lösung, auf die jeweilige Applikation liefert. Wenn man natürlich vielleicht schon eine Endpoint Security Lösung hat, aber auch von der Idee angetan ist, dass man Downloads von Malware oder von fraglichen Dokumenten schon im Browser verhindert, dann haben wir dementsprechend mit Harmony Browse die Möglichkeit, dies umzusetzen. Das heißt, ein Sandboxing, eine Threat Extraction, somit aktiver Content kann von Dokumenten entfernt werden. Der User bekommt das File in nahezu Echtzeit zugestellt, aber natürlich auch das Thema Phishing. Über 90% der Angriffe starten mittlerweile über Phishing und es ist natürlich schwer für den End-User zu identifizieren, handelt es sich um eine Phishing-Webseite oder ist es eine legitime Webseite, und dementsprechend
hat man hier die Möglichkeit, Phishing-Webseiten zu identifizieren und dem User den Zugriff dorthin zu blockieren. Jeder von uns hat natürlich auch eine Vielzahl von Web-Applikationen oder Social-Media-Plattformen, wo man vielleicht verbunden ist. Und da ist es schwer, die Übersicht über die jeweiligen Passwörter zu behalten. Und nicht jeder verwendet vielleicht einen Passwortmanager. Aber was man nicht möchte, ist, dass das Corporate-Passwort für externe Services verwendet wird. Denn wenn dieses externe Service kompromittiert wird und das Passwort dann in falsche Hände gelangt, dann habe ich natürlich auch als Unternehmen ein Problem. Und hier hat man eben die Möglichkeit mit der Zero Password, mit der Password Reuse Protection, Verzeihung, dass man schnell identifiziert, ob das Corporate Passwort für externe Services verwendet wird. Und wenn dies der Fall ist, dann kann man entweder den User alarmieren oder man kann natürlich auch einfach nur einen Report erstellen, um zu schauen, wie viele User haben denn dieses Verhalten. Und dann kann ich basierend auf diesen Daten, durch Sichtbarkeit, die ich generiert habe, eine Aktion starten, die zum Beispiel eine Kampagne beinhaltet, wo man sagt, liebe User, bitte geht sorgfältig mit euren Passwörtern. Ein weiterer Fall oder ein weiterer Angriffsvektor, der sehr häufig verwendet wird, ist natürlich der Bereich E-Mail. E-Mail über unterschiedlichste Dienste wie Office 365, G Suite oder Exchange. Und hier sind eigentlich immer die gleichen Herausforderungen. Das heißt, es sind irgendwelche auffälligen Sender beziehungsweise irgendwelche schadhaften Anhänge, irgendwelche Links, die mit eingebettet werden oder dass der Bodytext irgendwie auffällig ist. Und da braucht es natürlich ein gutes Auge und auch eine AI-Engine, die das dementsprechend identifiziert und den User davor bewahrt, dass er solche E-Mails überhaupt bekommt oder solche Anhänge öffnet. Und hier haben wir die Möglichkeit, mit Harmony E-Mail und Office das in den unterschiedlichsten Bereichen umzusetzen. Mit dem Infinity Unified Security Management haben wir eine Vielzahl von Technologien, die in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Also ich habe vorhin schon gesagt, die Infinity-Architektur wird in all diesen Bereichen Endpoint, Cloud, Mobile, Network, IoT etc. verwendet und dementsprechend wollen wir natürlich, dass diese Intelligenz überall verteilt wird und externe Tester geben uns natürlich auch recht, wie gut denn diese Technologien funktionieren und wenn sie in einem Bereich gut funktioniert, funktioniert sie auch in einem anderen Bereich gut. Das Ganze soll natürlich zentral gemanagt werden. Wir haben einerseits unser On-Premise-Management, haben aber auch unser Cloud-Management mit dem Infinity-Portal, das zu jedem dieser Services auch die Möglichkeit bietet, das Ganze aus der Cloud zu managen. Wir werden es uns danach auch live anschauen, wie sich das Ganze verändert hat. Den Schritt, den wir gehen, ist natürlich auch eine Unified Policy für unterschiedlichste Use Cases, die man hat. Das heißt, wenn man natürlich Quantum Gateways hat, wenn man Harmony Connect verwendet, wenn man Endpoint verwendet oder auch CloudGuard AppSec, dann möchte man nicht 5 unterschiedliche Policies verwalten, sondern man möchte eine Policy verwalten und die soll in all diesen Bereichen umgesetzt werden. Und genau das können wir mit Infinity Next unserer Unified Policy, was natürlich den administrativen Aufwand erheblich verringert. Mit unserem Unified SOC und XDR haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Incidents zusammenzusammeln. Man kann aktives Threat Hunting betreiben, man kann auf die Informationen unserer Threat Cloud zugreifen. Wie haben wir den Angriff identifiziert, genau für den Kunden? Oder ist es ein weiterer Angriff, der auch andere Systeme betrifft? Meistens das erste Mal in der Wildnis aufgetreten oder im Feld aufgetreten. Dementsprechend liefern wir sehr genaue Informationen und auch vordefinierte Queries, die einem SOC-Team helfen sollen, hier genau diese Gefahren zu erkennen und zu analysieren. Zusammengefasst, wir haben natürlich unsere Security-Funktionalitäten angereichert. Wir schauen, dass es
einfacher zu managen ist aus einer einheitlichen Plattform und eine einheitliche Signatur, Architektur. Und das war jetzt nur ein Teil der Innovationen, die wir gezeigt haben. Wenn Sie natürlich auch Interesse haben, hier noch mehr zu erfahren, hier mit dem QR-Code bekommen Sie den Link zum Download dieser Innovation Map, die eben genau zeigt, was denn alles auf der CPX gezeigt wurde. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf das Infinity-Portal eingehen. Also unter portalcheckpoint.com haben Sie eben die Möglichkeit, alle unsere Lösungen zu testen und sich anzuschauen. Wir sehen hier schon die Unterteilung Infinity Vision, Quantum, CloudCat und Harmony. Und für diejenigen, die Checkpoint schon länger kennen und natürlich jetzt sich fragen, wie haben diese Produkte vorher geheißen, haben wir ja auch nochmal so einen Button, wo man nochmal sieht, wie haben denn diese Harmony-Technologien oder CloudCat-Technologien vorher geheißen und wie sind die jetzt zusammengefasst worden. Also einfach, simpel, intuitiv und in diesem Sinne übergebe ich wieder das Wort an den. Vielen Dank, Patrick. Danke für das so kompakte, geballte Wissen aus zwei virtuellen Tagen zusammenkomprimiert auf 30 Minuten. So, für alle, die sich im Nachhinein eingewählt haben, wir schicken selbstverständlich das Slideset hier wie immer zu. Und natürlich, wir haben das Webinar aufgezeichnet oder respektive zeichnen es gerade auch. Sie finden es dann wieder auf unserem YouTube-Channel. Nachdem keine Fragen aufgetreten sind, wie gesagt, Kontaktdaten von mir haben Sie, respektive meine Kollegen, den Stefan Würinger und den Gerald Stranz, werden Sie alle kennen. Natürlich immer über die zwei Herren entsprechend zu stellen. Ja, und da möchte ich mich für Ihre Teilnahme bedanken. Danke, Patrick, auch an dich, an deine Stelle. Und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Auf Wiederhören. Vielen Dank und auf Wiederhören.